Ich begrüße euch recht herzlich zur Pressekonferenz zum Nachspiel 60 München gegen den 1. FC Saarbrücken. Endstand vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion 0:1. Rüdiger Ziel und Avi Janikis darf ich neben mir begrüßen. Und die ersten Worte gebühren natürlich unserem Gast. Ja, schönen guten Abend. Natürlich mit dem Ergebnis hochzufrieden. Erster Spieltag weiß man nie genau. Was kommt auf uns zu? Wie ist die Form einfach der Mannschaft? Und da glaube ich gesehen, dass wir am Anfang Probleme hatten, in die Balleroberung zu kommen, dass wir ein, zwei Momente Glück hatten, dass wir nicht in Rückstand geraten. Ich denke, so nach einer Viertelstunde haben wir es dann besser in den Griff bekommen, haben selbst gute Ruhe gehabt im Ballbesitz, sind dazu Halbchancen bekommen. War dann im Grunde dann eine ausgeglichene erste Halbzeit und ein, zwei Anpassungen dann. Ich glaube, während der ersten Halbzeit schon, dann insbesondere in der Halbzeitpause nochmal, dass wir einfach besser in der Defensive stehen, besser irgendwo den Ball, den Gegner weg von unserem Tor halten. Das hat die Mannschaft richtig gut gemacht. Und selbst auch immer wieder Situationen gehabt, wo wir torgefährlich werden können. Und ich glaube, dann aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch verdient geworden. Deswegen wünscht man sich einfach Freitagabend Eröffnungsspiel mit 1:0 nach Hause zu fahren, doch geht nicht besser. Von daher ist man sehr zufrieden, gegen einen starken Gegner einfach gewonnen zu haben. Und für den Moment schön. Wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt nächste Woche Sonntag wieder einen schweren Gegner einfach bearbeiten. Ich glaube, da kommt es in der dritten Liga drauf an, bearbeiten und dann selbst auch Ruhe haben, Fußball spielen. Euch gute Zeit und entsprechend auch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ja, hallo zusammen. Glückwunsch an Hansa Rücken zum Ergebnis. Ein Spiel, das in Wellen verlaufen ist. Ich glaube, wir haben eine gute Anfangsphase, wie schon erwähnt, Kollegen. Wir haben es verpasst, da in Führung zu gehen, haben gute Lösungen gefunden, in das Drittel zu kommen, auch Standards gefährlich gehabt. Natürlich wussten wir, dass Saarbrücken ein sehr starker Gegner ist und auch eingespielter ist als wir. Und wer mehr Substanz hat, hatten sicherlich ein, zwei Momente der ersten Halbzeit überstehen. Aber in Summe war ich in der ersten Halbzeit zufrieden, mit Ausnahme, dass wir in die Führung gegangen sind. In der zweiten Halbzeit haben wir sich zu viele Ballverluste generiert und einen davon haben wir dann bezahlt, einen Konter und einen Gegentor, wo der Kunde wirklich klasse ausgespielt hat. Haben dann sicherlich eine ganz schwere Aufgabe gehabt, dann gegen Saarbrücken, die so gut verteidigen, so kompakt sind, dann auch Chancen auszuspielen. Da haben wir gesehen, dass uns damit die Substanz fehlt. Zwischen 65 und 80 Uhr, glaube ich, recht wenig Rausch gespielt, mit Ausnahme dann am Schluss dann Schubis eine Chance. Ich glaube, wir haben Vergleichsmöglichkeit zum Spiel im März oder alles, wo wir 1-1 spielen und eigentlich nur einmal das Tor köpfen, aber eigentlich spielbildliches Spiel, was das Gegentor betrifft, nach dem Konter umschalten und haben es leider heute verpasst, dann aus dem Stande dann vorher ein Tor zu schießen. Ich glaube, doch, wenn man die beiden Spiele vergleicht, dann ist die Spielerlage deutlich eine andere. Wir haben gegen heute vor mehr Probleme gestellt als damals, gegen einen ganz starken Gegner. Und trotz Enttäuschung über Ergebnis heißt es für uns, weiter hart zu arbeiten, dass wir auf dem Niveau dann auch Spiele für uns ziehen können. Danke.